Wir sind jetzt hier im letzten Kampf der Hinrunde der German Challenge League der 5. Season gegen die lieben Okodo aka Kevin gelandet und heute kämpfen wir gegen das leichteste Matchup, wie ich fand. Das einzige Problem, was ich in diesem fand, war Electrowire. Ich habe aber meinen Megastaußen extra nicht mitgenommen, weil ich ein bisschen mein Komala austesten wollte, weil er jetzt nicht safe oben in der oberen Hälfte. Dem war, wenn Krypto gewinnt, Kevin jetzt. Aber ich kann euch sagen, Kevin kann nicht hochgehen, weil er Strikes gesammelt hat und sich Strikes kann er mich nicht mehr überholen und das bedeutet, ich kann jetzt, egal wie dieser Kampf ausgeht, bin ich in der oberen Hälfte und egal wie der Kampf bin ich so oder so in der oberen Hälfte. Kommt nur drauf an, Udi oder Krypto oben. So, das ist gerade der Kampf. Ich bin safe oben. Ich denke mir so, Halleluja. Geschafft. So. Ich war safe oben, ich konnte da irgendwas spielen. Mein Komala nochmal mit. Wie ging das genau? Mein Comfey. Ja. Dann starten wir mal den Kampf und Kampf an. Ich KF und KD. Da kommt direkt KSB raus. Better. Zeigt erstmal My Ever und Cybervoice. Saug. Charge. Ja, obwohl es sogar vor 4 Wochen passiert ist, vor 5 Wochen. Feuerpunch und dieses Deck war ja. Kann ich mich halt. Sauger rein. White Charge ab. Ja, er chippt halt sich so langsam runter. Auf Erdbeben. Fairnape. Halon Flame. Der Blitz. Super guten Chip. Aber es chippt mich halt auch unterwegs, ja. Weiter noch Feller Blitz. Was mir so. Dann rote Kevin drauf. Bleib einfach drin. Ich weiß nicht, was da los war mit mir. Bin einfach drin geblieben und bin ich Aquana gegangen. Egal. Saugi wäre hier. Dann wäre ich drauf. Feller. Wollte einfach. Wollt bedeutet. Dann. Burn bedeutet Toxic Spikes. Bedeutet Bild. Kronogel kommt rein und halt Kronogel zu chippen. Eins zu chippen. Kronogel, super krasses Match. Wenn der Fanap tot war, was ich gar nicht gesehen habe. Der kommt der Knockoff, der super stark geplayt war, weil, jo, halt mit AD, alles überlebt. Der Knockoff, geh mal in den Saug rein. Der kommt der Freeze-Ball, der macht gar nichts. Halt, literally. So, halt mich in der. Ich bin leider getoxt. Ich bin kein Aromatherapie. Leider. Und Dreading ist einfach und, ja, erstmal Urschiff. Deswegen war er nur für Urshifu und Mea Blessers da, weil der Junge. Gott. Hellon Flame stirbt auch. Ey, cool. Nein, okay. Weiter hoch, weil. Oh, doch. Er ist Spec. Ist Fire Spec? Er war Spec. War ein Spec Toxic Spike Set und das hat er super gut gespielt. Ja, hätte dann Stored Power oder war ich HP Fire? Ich weiß es nicht mehr. Stored Power oder HP Fire? Eins von beiden. Hätte ihn dann gekillt. Aber die. Schade. Ich gehe in Saugi-Matchup rein und. Hey, fuck, gegen Kronogel habe ich verloren. Ich habe einfach alles verloren, was ich gegen. Kein Problem. Nein, da kommt die Cover natürlich. Board hier. Halt um zu. Ja. Mal fast, weil. Kommen, ich hab da literally gar keinen Bock auf Voll, deswegen habe ich gesagt, hey komm, ich sterbe einfach. Wish für Herb und Power Fire ihn. Mach halt literally. Poison killt natürlich mich. Hätte ich Wish, wäre es auch noch vielleicht am Leben gewesen. Aber ja, erwartet habe ich. Naja, weil ja, insgesamt das Match fand ich halt gar nicht schlecht für mich. Fand es super stark für mich, weil Infernape gewinnt hier alles. Und Cryonagle gegen mich ist auch eigentlich super kacke, weil ich habe mein Peachin, mein Mega-Stil, einfach nicht mit, weil ich keinen Bock auf die hatte. Dann hatte ich nochmal. Mein Infernape hatte ich halt noch da, der ist auch strong. Mein Weaver ist halt noch so. Ich alle nicht mit, weil ich einfach Bock auf die hatte. Einfach die andere Monster. Und Qualilu kann sogar
Quadronne deswegen, ich fand Quadronne super komisch gegen mich, aber es hat jetzt mehr gemacht. Deswegen, good game an dich, Kevin. Somit stehen 6 gelandet. Habe ich auch safe oben, weil Kevin hat Strikes gesammelt. Ja, Kevin jetzt gesammelt, wäre ich in der unteren Hälfte und wäre super mad darüber. Aber ja, Leute, es kommen Switches. Ich weiß nicht, Switches werde ich euch im nächsten Part erklären. Der Kampf wird gegen Michi sein. Dann jetzt mal sagen, wer so alles oben ist. Der liebe Marv ist oben. Der gewonnen hat, der ist sogar erster Platz. Weil sie ein gegen uns. Super fand ich. Weil wir gegen den ersten Platz gewonnen haben. Dann haben wir da oben noch Leon Drachenmeister gegen den gewonnen. Dann haben wir noch haben wir da noch Giga Lily, gegen die haben wir auch noch verloren. Nightfighter haben wir verloren. Dann ist da er ist unter uns ein Platz. Dann ist halt. Genau, wer ist noch da oben? Acht. Bälle auf. Und kann es euch sagen. Nochmal. Marv. Den haben wir gewonnen. Michi, den haben wir verloren. Tigerli haben wir verloren. Das Kind ist vorbei. Gegen den haben wir sogar gewonnen. Knight gegen den gewonnen. Ich, Leon Drachenmeister, wie ich gesagt habe, auch gewonnen. Leon, Knight, Tigerli, Michi. Ja, gegen die vier. Wäre ich gegen die. Happy, weil ich dann alle gegen meine Revanche-Schuss gewonnen habe. Und halt Marv klatschen. Der ist Platz 1. Und Platz 1 klatschen ist immer gut. Und deswegen, ja. Wir sehen uns im nächsten Spieltag. Das war es jetzt erstmal. Die Folgen habe ich jetzt alle hintereinander aufgenommen. Und im Spieltag werde ich ein bisschen wieder aufwendiger schneiden, weil da beginnt die Phase wieder. Das ist der vierte Spieltag. Bedeutet, wir haben ein bisschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dann. Und ciao. Euer Marc. Bye, bye.